Pressegespräch im Landtag. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten berät mit der Landtagsfraktion der Grünen über aktuelle Initiativen für Wohnen, Leben und Arbeiten in der Fleischindustrie. Für die Branche sollen in Zukunft strengere Regeln gelten. Nachdem hunderte Beschäftigte verschiedener Schlachthöfe in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hat die Bundesregierung beschlossen, die umstrittenen Werkverträge ab 2021 zu verbieten. Wir haben die Situation in den deutschen Schlachthöfen, dass bis zu 90% der Beschäftigten über unterschiedliche Werkverträge abgebildet werden. Das heißt also, ein Schlachtunternehmen macht einen Vertrag mit einer Firma aus Rumänien oder in Deutschland, wo die praktisch für sie schlachtet und zerlegt. Und in dem Augenblick kommen die Kolleginnen und Kollegen rein und machen dann praktisch die Arbeit. Eigentlich müssten sie die so machen, dass sie jederzeit anfangen und auch das enden können, wann sie wollen. Das funktioniert aber nicht, weil der Schlachthof alles vorgibt und damit ist es in der Konsequenz illegal, was da abläuft. Laut Clemens Tönnies, der den größten Schlachtbetrieb für Schweine in Deutschland betreibt, hätte ein generelles Verbot von Werkverträgen in der Fleischwirtschaft massive, strukturell negative Veränderungen für die Agrarwirtschaft zur Folge. Das hatte die Neue Osnabrücker Zeitung im Mai berichtet und sich auf ein Schreiben von Tönnies an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil berufen. Heil hatte angekündigt, in der Fleischbranche durchgreifen zu wollen und sich für ein Verbot von Werkverträgen ausgesprochen. Der Unternehmer Clemens Tönnies fordert stattdessen einen Branchenmindestlohn von 12 Euro pro Stunde. 12 Euro Mindestlohn kann er jetzt schon zahlen, dafür braucht er keine Werkverträge. Wir brauchen keine Werkverträge mehr, weil die Frage von Saisonarbeit im Schlachten und Zerlegen eigentlich nicht gegeben ist, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, wie bei der Herstellung eines PKWs. So deutlich muss man das mal sagen. Und man kann nicht immer davon ausgehen, dass man wie ein Durchlauferhitzer Menschen morgens reinholt und abends praktisch kaputt entlässt. Den Gewerkschaften ist das aus ihren Augen ausbeuterische System der Fleischindustrie schon lange ein Dorn im Auge. Dieses Jahr soll in Niedersachsen ein Gesetz in Kraft treten, das die Grünen vor 2 Jahren in den Landtag eingebracht haben. Das Wohnraumaufsichtsgesetz gegen Überbelegung und Schrottimmobilien. Die aufgetretenen Corona-Infektionen in der Fleischindustrie bestätigen, was die Gewerkschaften seit langem bemängeln. Nun, die Unterbringung ist in der Regel schlecht. Mehrbettzimmer, Massenunterkünfte. Wir bekommen immer wieder Hinweise darauf, dass Kolleginnen und Kollegen mit 20 Leuten in sogenannten Fünf-Mann-Wohnungen untergebracht sind, bescheidene sanitäre Bedingungen. Und dann wird auch noch pro Bett ein Mietvertrag gemacht und dort steht noch nicht mal drin, dass dieses Bett alleine für den Kollegen oder für die Kollegen zur Verfügung steht. Aber es bedurfte wohl erst einer Seuche, damit man endlich in Berlin kapiert, welches asoziale System hier in der Fleischwirtschaft hinter den Machenschaften und der Gewinnmaximierung steht. Das Verbot von Werkverträgen soll vernünftigere Arbeitsbedingungen bringen. Der Verband der Fleischwirtschaft erwartet jetzt eine Abwanderung großer Teile der Branche ins Ausland.